Als ich noch Kind war, erzählte man mir, wie die Welt funktionierte. Sie erzählten fantastische Geschichten von unseren Vorfahren und ihrem Kampf ums Überleben. Über Minik etwa gab es zahllose Geschichten. Ein Junge, den der Polarforscher Robert Peary nach Amerika brachte. Ihr Schiff mit dem Namen The Hope wurde am 1. Oktober 1897 in die Marinewerft von Brooklyn bugsiert. Am ersten Tag zahlten Tausende von neugierigen Gästen 25 Cent, um hineingelassen zu werden. Im Museum arbeiten sie mit Forschern und Studenten zusammen. Miniks Vater, Ki-Huk, der Lächler, klagt über Atembeschwerden. Um Minik zu beschützen, wird beschlossen, dass der Museumsinspektor William Wallace ihn adoptieren soll. Während Minik sein neues Dasein bei der Wallace-Familie in der Bronx beginnt, sterben die anderen Eskimos der Reihe nach. Diese Geschichte spielt zu einer Zeit, in der die Welt unerforscht war und die Karten weiße Flecken aufwiesen. Die Geschichte vom Preis dafür, dass einer sein Ziel erreichen konnte: den Nordpol.